Was von der Ziege? Käfisch und Pond Turtle ist immer gut. Lungenfisch auch. Cave Lobster, ja. So. Und ich habe wieder auf Escape gedrückt. Nein, nein. Das war keine Absicht, also muss ich das Ganze jetzt nochmal machen. Blocks, Glas nehmen wir mal mit. Holz brauchen wir keins. Ich bin heute ein bisschen neben der Kappe, fällt mir so auf. Rope brauchen wir. Ach, nehmen wir meine Lama Rope mit zur Sicherheit. So Spielzeug brauchen wir nicht wirklich. Kupferkäfig, Zinnkäfig. Noch ein Zinnkäfig? Nö. Barrels mit Alk. Hier haben wir Zeug. Iron Pick, die wollte ich mitnehmen. Und die Bronze Battle Axe und die Copper Pick. Und die Bronze Pick hier. Das reicht erstmal. Iron Buckler brauche ich alles nicht. Bags, genau. Alpaka Wool Bag. Das ist eine Chest. Zedern Chest. Pigtail Fiber. Du bist ja leer, gell? Ja. Was bist du? Great Horde. Das sind Lederbags. Die nehmen wir mal auch mit. Noch ein Pigtail. Lama Wool Bag. Sheep Wool. Und das war's. Gibt's so ein Plaster? Das sollten wir mal nehmen. Das ist nämlich fürs Krankenhaus nötig. Sheepwool Bag, Highwood Chest brauchen wir nicht. Black Sandbag, nein. Das Bag können wir noch mitnehmen. So. Ah, noch ein Gips- und Plasterbag, das nehmen wir mit. Gut, dass ich aus Versehen Escape gedrückt habe. Eine Lederkiste, Cloth. Dann nehmen wir die Lederkiste, die ist nicht teuer. Haben wir ein bisschen Leder. Wolle. Nehmen wir das hier. Da ist noch mehr Wolle, noch mehr Wolle. Leder. Leder, ich bräuchte auch noch Seide, wäre nicht schlecht. Leatherbin. Noch mehr Leder, Cloth, Leder, Cloth, Leder, Cloth, Leder, Lederzucker, noch ein Cloth-Bin, nö. Kupferbolzen, die hätte ich gerne. Eisenbolzen, nein. Aber die Ambosse. Katzenzeug nehme ich auch gern. Schwein. Rentier. Hund. Schaf. Kuh habe ich übersehen vorhin. Donkey. Noch mehr Donkey. Ach, etwas Känguru und Ziege, so. Und jetzt Fisch, Cave Lobster und Lungfisch und so weiter. Sacken wir mal alles ein. So. Noch ein bisschen mehr. Das ist zum Glück nicht so teuer. So, Lungfisch ist okay. Plumphelm, jetzt brauchen wir definitiv keine. Thread, hier ist Thread. Davon nehmen wir etwas mit. Und etwas Garn, so. Backpack. Die sind nicht teuer, ich nehme mal zwei Backpacks mit. Etwas Käse.
Kann auch nicht schaden. So. Dann gucken wir noch mehr Käsesplits und Quatsch. Das habe ich gerade selber in Auftrag gegeben. Also so ist das nicht. Ich muss nur wirklich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen mal eins meiner Artefakte vertausche. Ah, das dürfte man ziemlich gut sehen. Das dürfte mehr wert sein als nur 200. So, jetzt brauche ich ungefähr 1500, um ihn zu um ihm einen guten Profit zu machen. So. Oh, der war sehr glücklich drüber. Gut. Gut. Können jetzt mal wieder weg hier. Und ich denke, ich werde das Opossum Blood Barrel irgendwann mal vertauschen. So. Designation Dump. Die da weg. Okay, wir haben einen Bone Dwarf, der den Dwarfs Workshop geklebt hat. Und der sich nicht bewegen will. Okay. View. Strange Mood. Achso, nee, da müssen wir hier so reingucken. Pictures of Shells. Okay, er bräuchte Schalen von Schalentieren. Request. Die werden keine Schalen haben. Die hätte ich gesehen. Das ist jetzt schlecht. Ich habe nämlich keinen Fisch. Ich habe nur das verarbeitete Zeug. Ich habe also keine Pond Turtle, die ich verarbeiten könnte. Ich baue jetzt aber mal hier einen Fischer Workshop. Einen falsch. Farmer Mason. Fishery H. Da bist du. So. Und zwar aus Konglomerat. So. Ja, und es ist Winter, deswegen klingt die Musik so bedrückend. Okay. Der liegt immer noch darum. Haben wir jetzt mittlerweile einen Splint? Es ist immer so blöd, wenn man nicht weiß, was man machen kann. Designation N. Und sich da Sorgen machen muss. So. Baut das mal ab. Ich meine, der braucht Muschelschalen. So, ich habe jetzt ein Fishery. Das Problem ist, meine ganzen Fischerzwerge werden nicht fischen. Ich nehme mal dir die Fishing Zone weg, dass die auch woanders fischen. Und nicht immer nur die bevorzugen. Vielleicht fangen sie ja in den Tümpeln Pond Turtles. Das würde eigentlich auch Sinn machen.
Da vegetiert immer noch der Schwarzbär vor sich hin. Was sagen die Tiere? Euch darf ich alle nicht schlachten, dich auch nicht. Aber die Kuh hier darf ich schlachten. So, sonst darf ich erstmal nicht schlachten. Obwohl, ich könnte ein paar Hunde schlachten. Ja, doch, ich schlacht mal alle Hunde hier. Und die hier, so. Ah ja, und die hier könnte ich auch noch schlachten. So, dann sind die restlichen da noch ein paar übrig und sehr viele Puppies sind übrig. Sehr gut. Was bewegt sich hier? Ein Schwarm Moskitos im Winter. Gucken wir mal hier runter, wie es hier aussieht. Sieht einigermaßen okay aus. Das hier sieht jetzt wenigstens okay aus mit den Seeds. Oder liegen hier immer noch so viele Seeds rum? Nein. Küche, die sind immer noch damit beschäftigt, feines Essen herzustellen, weil wir ja jetzt wieder genug haben. Und ich glaube, Fischer fischen im Winter gar nicht. Was sagt unser Health-System? Der sagt immer noch, dass das Setting einen Setting-Request, einen Quatsch-Request hat. Wir haben aber Quatsches. Und wir haben einen toten Hund. Und der hat wahrscheinlich auch immer noch einen Setting-Request, hä? Ja, Setting und Dressing. Danach werde ich dann gleich mal gucken, weil ich die Aufnahmesession jetzt gleich dann wieder beenden werde. Ich wäre froh, wenn hier endlich ganz frei ist. Oh, cool. Smooth Stone. Smooth mal alles hier. Und hier, so. Dass das auch mal gemacht wird. Und wir haben nicht mehr genug Bins, sehe ich gerade. Q-Bin. Wurden Bin, 30 Stück. Gut. Und der erste Mason ist unterwegs. Den Stein zu smoothen. Hier müsste ich ja auch noch einen Durchbruchsbefehl geben. Ich glaube, ich mache das folgendermaßen. Hier oben kommen die Nobles hin und hier weiter runter kommen dann die Privaträume hin. Also für die Nicht-Nobles. Und die essen das Zeug weg, was verkocht werden soll. Warum macht ihr sowas? Mal auf dem Plumpables Spawns haben wir. Ich hoffe mal, dass der Zwerg nicht durchdreht, sondern einfach nur deprimiert sein wird und dann verhungert. Auch wenn das jetzt ein bisschen krass klingt.
Ja, aber jetzt mache ich wirklich mal erstmal einen Cut und dann gucken wir, wie wir weiter in dem Fort klarkommen. Schreit ja schon wieder sehr nach Fun. Also, bis gleich.